Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Ich begrüße die lieben Stiere, Stier-Aszendenten. Und solltest du deinen Mond oder dein Venus-Zeichen im Stier haben, so sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Schau einfach rein. Bitte bedenk, das ist ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Ein persönliches unterhalb von dem Video in die Infobox, da ist meine Website verlinkt. Und dann kannst du mir ein Kontaktformular zusenden. Liebe Männer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bitte bedenkt aber, dass ich immer aus der Sicht einer Frau spreche, deshalb dreht es euch einfach um und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine Lieben, Vorrede war genug, die muss sein und jetzt schauen wir mal, was dürft ihr euch denn freuen diesen Monat? Auf was dürft ihr euch freuen? Auf was dürft ihr euch freuen? Warum? Was fragt ihr euch, warum? Gibt es hier irgendwas, wo das Buch so sich halb öffnet und was rauskommt, aber ihr seht es noch nicht richtig und ihr fragt euch, warum? Also das müssen wir klären, wir fragen die Feen, warum? Spannende Frage. Spannende Frage in vielen Bereichen. So, was sagen die Feen zu euch? Was sagen die Feen? Drei Karten bitte. Ach, das ist doch schon klasse, ich sehe es doch schon. Ja, ich sehe es schon. Ach, klasse, herrlich. Das ist schön. Ach, ist das schön. Das freut mich. Das freut mich. Also, was haben wir denn? Drei des Herbstes. Folge deiner Passion, ja? Wenn es um deine Karriere geht, sei der Beste oder die Beste, was du tust. Du wirst für deine kreativen Fähigkeiten belohnt. Folge. Folge dem, was du tun möchtest. Folge dem. Und frag nicht immer, warum ist das so? Sondern folg dem einfach. Denn dann kommen die Neun des Herbstes. Belohne dich selbst für all die harte Arbeit, die du geleistet hast. Beglückende und erfolgreiche selbstständige Tätigkeit. Genieße die Zeit des Alleinseins. Das ist nicht nur in der Selbstständigkeit, das ist eine beglückende Zeit in deiner Arbeit. Das wird fantastisch. Du sollst dich immer belohnen. Du sollst mal sagen, ja, ich habe viel gemacht und das ist toll. Und ich folge jetzt dem, was ich möchte. Und das machst du. Und das ist auch so die glückliche Single-Karte. Vielleicht bist du gerade Single und ja, und du bist mit dir glücklich. Und das ist wichtig und belohne dich dafür einfach. Denn dann kommt was Schönes, dann kommen die 10 des Sommers. Ein emotional erfülltes Leben mit Familie oder Freunden. Also ich denke mal, das soll jetzt in dein Leben treten. Ja? Wenn du glücklich mit dir bist, dann kann jetzt was reinkommen. Und das ist für mich immer so die schöne Beziehungskarte, die 10 des Sommers. Ja? Ein erfülltes emotionales Leben. Also die Emotionen kommen jetzt wieder höher. Ja? Man will auch glücklich sein, man möchte Menschen an seiner Seite haben. Das ist so. Und guck mal, was hier kommt. Oh, ist das schön. Der Stern. Richte deinen Blick voller Hoffnung und mit Optimismus in die Zukunft. Die Macht des Glaubens, Berge zu versetzen. Erfreuliche Veränderungen läuten sich ein. Und es läuten das Ende einer schwierigen Zeit ein. Und der Stern ist immer sowas. Du bist beschützt in all dem, was du dir vorgenommen hast. Du musst keine Bedenken haben. Es ist der richtige Weg. Und jetzt kommen die schönen Zeiten in dein Leben wieder. Und das ist fantastisch. Du bist im Wandel. Aber dieser Wandel ist gut für dich und freu dich einfach. Ah, schön. Also, da muss ich ehrlich sagen, ich freue mich. Also, das sind so schöne Energien. Und jetzt gucken wir mal, was das Tarot uns dazu sagt. Wie immer, bitte 5 Karten. Ja, ich zähle mit. Na, ich zähle lieber mit 1. Ja, gut, sie ist rausgefallen. 2 und wie die gesprungen ist. 3, 4. Haben wir noch was? 5. Super. Super, deine Karte ist gefallen. Besser geht's nicht. Deine Karte ist gefallen und das ist fantastisch, ja? Das ist fantastisch. Was haben wir denn alles? Ich muss ja mal gucken. Ja, es deckt sich, es deckt sich. Als erstes haben wir den Ritter der Schwerter. Das sind so manchmal Diskussionen, ja? Das ist so schnelle Nachrichten, das ist sowas, wo ein bisschen kontrovers manchmal. Da platzt jemand rein und der ist nur nicht gerade mit viel Taktgefühl unterwegs. Und vielleicht war irgendwas, dass du jetzt sagst und du fragst dich hier, warum, weil so also willst du das nicht mehr, du willst das anders. Oder du hast Nachrichten bekommen, wo du sagst, naja, ich will eine Veränderung, aber nicht so, ich will das für mich. Und das machst du für dich in deinem Tempo. Denn du belohnst dich selber, du folgst jetzt deiner Passion. Und das Schöne ist, dann kommt die 9 der Münzen. Und das ist für mich so die glückliche Single-Karte. Das ist einfach so, dass du wie hier die 9 des Sommers, du bist mit dir zufrieden. Du bist einfach mit dir zufrieden und du belohnst dich und du genießt deine Zeit im Prinzip. Und das ist fantastisch. Du hast deine eigene Stabilität erreicht. Ne? Ja, und eigentlich sind es deine Karten. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, guck dir mal, was dann kommt. Das Ass der Münzen. Ja, natürlich. Also das ist eine gute Basis. Das ist
eine Basis, auch die 10 des Sommers, das ist viel Herz und alles, das ist aber auch diese Beziehungskarte und die 10 der Münzen ist das genauso. Das ist so, man schafft eine gute Basis, auch eine Beziehung führen zu können, ja, und ihr braucht ja natürlich auch diese materielle Basis, diese Stabilität in eurem Leben. So, und hier ist was, hier kommt jemand oder ihr reicht jemand die Hand, also keine Ahnung, das werden wir dann abklären, der Ritter der Münzen. Also hier kommen Angebote, Möglichkeiten, aber ihr wisst meine Meinung, ne? Also er ist schon auf dem Pferd, er ist auf dem Pferd, ja, also es geht nicht mehr ganz so langsam, aber es ist nicht das Schnellste, ja, es ist nicht das Schnellste. Und dann kommt eure Karte, die Herrscherin. Und die Herrscherin ist, im Tarot ist die Herrscherin die Stierfrau, das ist einfach so. Und das ist natürlich göttlich, ja, das kann man nicht anders sagen. Ihr seid das auch, ihr seid so göttlich, ne? Schon von der Antike her, ich muss das immer wieder betonen, ja, die Stierfrau, was Besonderes. Deswegen braucht ihr einen besonderen Menschen an eurer Seite. Und die Herrscherin, die lässt immer was entstehen. Da entwickelt sich was und da kommt was Neues raus, ja, Folge deiner Passion, ja. Also hier kommt was, hier kommt Träume und Wünsche. Die schwierigen Zeiten sind vorbei, man geht mit Optimismus voran und man hat vielleicht eine kluge Idee, ja. Und die ist stabil, die ist sehr stabil, deswegen auch die 10 der Münzen. Also finanzielle Stabilität, die hat ihre Schäfchen im Trocknen, es läuft alles. Und deswegen kann die sich in aller Ruhe mit neuen Dingen beschäftigen. Und das ist sehr schön, ja. Also hier soll was entstehen. So, wir gucken mal. Ist es nur eure Energie diesen Monat, dass das so sein soll, dass ihr mit euch, aber ich sehe hier schon, also das Ass der Münzen. Und ich will mal gucken, was ist das Ass der Münzen? Und dann klären wir das mal ab, ja. Also arbeitsmäßig, Daumen hoch, ja, weiter so, aber das macht ihr sowieso. Also hier war irgendwas in eurem Leben, jetzt kommt wieder ein bisschen die Vergangenheit mit hoch, vielleicht auch diese Diskussionen, also Ritter der Schwerter, Diskussionen und ihr wollt so ein bisschen Belastung auch abwerfen, ihr wollt Belastung abwerfen, im Moment ist es noch so ein bisschen, dass es noch nicht ganz geht, aber es kommt. Denn es kommt dieses emotional erfüllte Leben, es kommt. Also ihr habt doppelte Bestätigung, Ass, ihr habt auch ein Ass der Münzen, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist so, ja, das ist Überfülle, das sind Chancen. Und dann habt ihr die 10 der Kelche, das ist hier oben, 10 des Sommers, ein emotional erfülltes Leben. Also, ja, mit wem wollt ihr das führen? Wollt ihr das mit euch führen oder habt ihr so gedacht, ne? Schon wieder der Ritter der Schwerter. Also hier gab es eine Diskussion, ja, hier gab es eine Diskussion. Also ich habe ja jetzt erst einmal das Ass abgeklärt und jetzt kläre ich den Ritter der Münzen ab, also dieses Angebot, was da kommen soll. Und da habe ich hier gab es Ritter der Schwerter und 5 der Schwerter, hier gab es heiße Diskussionen, ja. Und hier hat man irgendwo eine Kappelei, sage ich immer so, gehabt, eine Kappelei, so nennt man das, ne? Wo im Prinzip vielleicht konnte jemand das Angebot nicht annehmen. Oder, und dann gab es sowas, da ist man wie gegangen, hat gesiegt, aber hat kein gutes Gefühl gehabt und hat nur diskutiert, ja, also beim besten Willen. Also, das wollt ihr nicht mehr haben, denn das lasst ihr hinter euch, ich sehe das, guckt mal, der Narr ist gefallen. Also, man geht voran und lässt alles hinter sich und mit leichtem Gepäck. Du folgst jetzt deiner Passion, du folgst der, ja, das ist schön, ja. Und, ich sag mal so, ich glaube, entweder schleicht ihr euch irgendwo raus oder jemand hat sich aus eurem Leben rausgeschlichen und deswegen wollt ihr diesen Neustart haben. Ihr wollt jetzt das machen, was euch gut tut, ja? Ihr seid beschützt, ihr guckt nach vorne. Ihr hattet eine schwierige Zeit, das sieht man hier. Die Diskussionen und diese Manipulationen und so weiter und so fort, ja? Also man sieht das schon hier und ein bisschen schützen tut ihr euch noch, ja? Ein bisschen schützen, aber ich kann das verstehen, ne? Ich kann das verstehen. So, und mit wem kommt das jetzt? Ach, jetzt kommt wieder eure Sturheitskarte ein bisschen. Ihr haltet noch ein bisschen dran fest. Ich glaube aber, ihr haltet eure Basis fest. Die Basis ist so gut für euch, ne? Und wenn die Basis gut ist, dann ist das fantastisch. So, ich will mal gucken. Wir müssen den Präg machen, weil ihr möchtet ja gerne wissen, mit wem, ne? Das verstehe ich doch. Ach, ja, hier kommen nochmal Teufelskämpfe. Hier waren Abhängigkeiten. Hier ist jemand gegangen. Ich mache jetzt einen kurzen Präg. Dann kommt die Königin, König und Königin der Stäbe, also das hat viel, und das Ass der Kelche, alles klar. Also, hier gab es viel Diskussionen, Ego-Kämpfe, Abhängigkeiten, aber das ist alles vorbei, denn das lässt man hinter sich, hier kommt das, also es ist alles vorbei und das merke ich, die schwierigen Zeiten hören auf. So, und auf euch kommt zu, also hier ist das Paar, König und Königin der Stäbe, ja.
Vielleicht kommt ihr jetzt wieder in diese Leidenschaft rein, dass ihr jetzt die Königin der Stäbe verkörpert, vorwärts geht, kreativ seid, ja, und eurer Passion folgt, das denke ich nämlich eher. Und dann kommt genau euer Gegenstück, das Powerpaar sozusagen, der König der Stäbe, ja, und der ist furchtlos, der zieht euch mit. So, und mit dem könnt ihr habt schon wieder ein Ass, ihr habt schon wieder ein Ass. Ein emotional erfülltes Leben sozusagen. Das Ass der Kelche, es blubbert, blub, 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 und es läuft über. Das ist Liebe, Liebe, Liebe. So, und das ist natürlich was Fantastisches. Also das ist, muss ich euch ehrlich sagen, ihr könnt euch einfach nur freuen, was jetzt auf euch zukommt. Und das finde ich so klasse. Also das ist, ihr seid beschützt in allen Richtungen. Fantastisch. Oh, freue mich. So. Jetzt gucken wir mal, was habt ihr denn für eine Begegnung und was wird denn aus dieser Begegnung? Ich sage nochmal zu den Sternzeichen was. Es kann auch sein, ich nehme an, ihr kommt in diese leidenschaftliche Energie. Und es kann ein Mensch auf euch zukommen, der das auch hat, also Schütze, Löwe, Widder, ja? Es kann aber auch ein ganz anderes Sternzeichen sein, das genau diese Eigenschaften jetzt verkörpert, dass auch in diese Leichtigkeit reinkommt, dass genauso dieses Vorwärtsgehen, dieses Kreative, mit euch gemeinsam was machen zu wollen, jetzt gerade hat, weil wir haben ja alle so Energien in uns und deshalb, ne, ihr wisst, wen ich meine und ihr wisst, wenn ihr demjenigen begegnet, wer es ist. So, und jetzt gucken wir mal, was habt ihr denn für eine Begegnung und was wird daraus? Was habt ihr für eine Begegnung, meine lieben Stiere? Was habt ihr für eine Begegnung und was wird daraus? Ja, es kann viel mit der Arbeit zusammenhängen. Es kann viel mit der Arbeit, jetzt kommt nochmal sowas, also dass das hier auch eine Diskussion gewesen ist, gerade was eure Arbeit oder sowas betrifft, weil hier, oder was sich sehr verankert hatte in eurem Leben, das kann auch sein, weil hier geht was in Verzögerung, hier knabbert was dran, hier geht was im Verlust, sehe ich das so, ja. Und ich denke, ihr fragt euch, warum ist das so? Aber wie geht's denn weiter? Was wird denn dann daraus werden? Das müssen wir ja wissen. Also so kann ich euch nicht stehen lassen. Das kennt ihr, ne? Das mache ich nicht. Hier kommt Heilung rein. Ach, ist doch super. Das wird was Langfristiges, wird was Beständiges wieder. Das sind auch Verzögerungen manchmal, die Mäuse. Und vielleicht geht ein Teil von dem, was ihr immer dachtet, dass ihr wolltet, geht zu Ende. Und ihr folgt einer anderen Seite. Und das ist doch schön. Und das verwurzelt sich. Und das wird beständig. Ja, und hier kommt auch eine schöne Heilungsenergie rein. Und das finde ich schön. Was wird euch erwarten diesen Monat, liebe Stiere? Was wird euch erwarten? Was wird euch erwarten? Na, ich habe es schon gesehen. Was wird euch erwarten? Das müssen wir nochmal klären. Also Glück kommt rein und entweder ist es Heilung oder sind es Komplikationen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Komplikationen sind, weil diese Komplikationen, die lasst ihr hinter euch. Ne? Nein, das sind nochmal so Komplikationen. Ich glaube, das Glück kommt in euer Leben und ihr denkt so, weil ich hatte ja die 7 der Schwerter, das ist ja diese Manipulation, das ist ja dieses Wegschleichen und so weiter und so fort, ne, dass euch da jemand auch beeinflusst hat oder sowas. Und ich glaube mal, das geht jetzt raus aus dem einfachen Grund, ich denke, euch wird Glück erwarten und ihr könnt das noch gar nicht fassen. Der Mond ist ja auch immer so dieses Unbewusste noch dieses und ihr denkt so, oh, hoffentlich wird das auch. Nicht, dass da irgendwie wieder so ein Tralala kommt und wieder so ein Hin und Her und dann schleicht sich jemand raus und dann wird wieder diskutiert, dann gibt es wieder Komplikationen. Nein, das gibt's nicht. Das sind Gedankengänge von euch, mehr nicht. So, was wird euch überraschen diesen Monat? Was wird euch überraschen? Was wird euch überraschen? So, gucken wir mal, was das zu bedeuten hat. Haben sich noch mehr umgedreht? Ist das schön? Oh, ist das schön. Die Zeit ist gefallen. Das war vielleicht schon lange Zeit. Ihr habt lange Zeit gehartet. Ihr braucht ja auch ein bisschen länger. Ihr seid nun mal Erdenergie. Auch wenn ich immer sage, es ist die langsamste, aber ihr seid die stabilste Energie. Ja, ihr seid die Basis, die Base, sage ich immer so. Auf euch kann man sich verlassen. Ne? Das ist einfach so. So, und dann kommt der Kompass. Hier wird sich einiges, ich sehe ja schon, hier dreht sich einiges und guckt nach vorn und der Glaube kann wirklich viel versetzen und das schafft ihr jetzt, ja. Ihr habt nochmal ein paar Gedankengänge, sehe ich ja so, wo ihr denkt, oh Gott, ne, nicht nochmal das. Aber nein, das könnt ihr alles schaffen und das wisst ihr und ihr folgt jetzt eurem Weg und der Kompass dreht sich, ja, das ist wie das Schicksalsrad, es dreht sich. Die Zeit ist jetzt vorbei. Die Zeit von Diskussionen, von dem, was euch nicht gefallen hat, ja,
ihr macht jetzt das, was euch gut tut. Und dann kommt der Hund. Und der Hund ist immer sowas, also hier können Menschen in euer Leben kommen, der sehr treu ist, sehr beständig, loyal. Ja, das ist auch so, ja, das ist auch so, man versteht sich sehr gut. Das ist auch so ein bisschen diese Seelenpartnerkarte, ne? Muss man ja dazu sagen. Der Hund, die Fische und der Bär, die zählen ja dazu. Und das wird was Schönes, das wird auch freundschaftlich was Schönes sein. Also das ist eine gute Basis vorhanden und das ist schön. Und das wird euch überraschen, dass das einfach jetzt so passiert. Und jetzt möchte ich wissen, was kommt Schönes, meine lieben Stiere? Was kommt Schönes diesen Monat? Was kommt Schönes? Was kommt Schönes? Was? Der Berg, da sind noch ein paar Blockaden. Naja, das haben wir ja hier alles gesehen. Die sind einfach da. Der Fuchs, man ist noch so ein bisschen misstrauisch gewesen. Das Misstrauen geht aber raus. Der Fuchs geht raus aus dem Bild. Dieses Misstrauen hier, Schlange und so, und Komplikationen und alles, das geht raus, ja. Ihr werdet wieder lockerer werden. Ihr werdet wieder mehr Vertrauen haben. Und dann habt ihr das Risiko, ja. Und wir gucken mal. Ja, ihr habt das Risiko, diesen neuen Weg zu gehen oder mit diesen Menschen diesen Weg zu gehen. Und das ist natürlich ein Risiko, nachdem, wenn es euch vorher so gewesen ist, wenn da schwierige Zeiten waren. Aber ihr werdet das Risiko eingehen. Guckt mal, was dann kommt. Die Sonne. Die Sonne ist Heilung, Strahlung. Ihr kommt in eure Tatkraft zurück. Und ihr werdet diesen Schritt gehen. Und es wird eine schöne Zeit werden. Und das finde ich fantastisch. Also, klasse. Heilung, ja, strahlt wie ein Sonnenschein, sage ich immer so schön, ne? Also, so richtig breit grinsend. Haha, mir geht's gut. Ja, und wenn es noch nicht so ist, dann sagt ihr, naja, aber es kommt ja, ne? Und damit kannst du ganz entspannt sein. So, was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe? Ich bin ja gespannt. Was sagen die Engel der Liebe? Ja, das sollte wahrscheinlich so kommen, ne? Das sollte so kommen, meine Lieben. Wir haben des Wartens wert, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Genau jetzt sollte dieser Mensch in dein Leben treten. Genau jetzt, ja? Dann kommt Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander. Ja, das werdet ihr tun. Weil ich habe hier so viel schöne Kelch-Energie, das Ast der Kelche, dieses Überlaufen, ja. Die Zehen der Kelche, dieses Emotionale. Ihr werdet schöne Gespräche führen. Und dann kommt, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ja, also ich sag mal so, das kannst du natürlich machen. Aber es kann auch für deinen Gegenüber gemünzt sein, dass er jetzt den Schritt auf dich zugehen soll. Und das ist toll. Also hier wird jemand, hier geht man zueinander. Hier wird ein Schritt gegangen. Man lernt sich kennen und traut sich auch weiterzugehen. Es ist nochmal kurzes Risiko, aber die Sonne scheint und das ist klasse. Ist das schön. So, jetzt fragen wir nochmal die kleinen Herzbotschaften. Was sagen die uns? Da bin ich ja gespannt, meine lieben Stiere. Huch, was? Ach so, falsch rum. Naja, manchmal ist das so, ne? Also, was sagen die Na gut, ja, alles gut. Wir nehmen euch da. Ja, ich habe ja gesagt, guckt mal, Freundschaft, pflege die Bande der Freundschaft. Das kann ja auch sein, also ihr seid freundschaftlich schon miteinander verbunden. Und wie sagt man so schön, aus Freundschaft wird Liebe, ne? Und wenn es so sein soll, tief in deinem Herzen weißt du, was für richtig ist. Ja, du kennst die Antwort. Ja, dann mach das. Und dann kommt wieder diese Leidenschaft. Naja, wenn ihr in der Energie von inner Königin der Stäbe seid, dann ist mir alles klar. Also da brennt's, ja. Das ist hot, sage ich immer so, ja. Dann wirfst du alle Bedenken über Bord und dann lässt du dich in seine Arme sinken. Und dann diskutierst du gar nicht mehr, weil du das willst, ja. Weil du sagst, ja, genau das brauche ich jetzt, das will ich jetzt. Und das wirst du tun. Also, es wird ein Monat, der etwas, der Sommer, ne? Heiß. Heißer Sommer nenne ich das. Heißer Sommer, Hot Summer Nights. Ne? Ist das schön. Jetzt ziehe ich euch noch eine Karte aus meinem Mondorakel. So, und genau das ist der Punkt. Und das werdet ihr nicht tun. So. Lass dich nicht von der Vergangenheit bremsen oder von Vergangenem bremsen. Ja, hier Risiko und nicht, dass wieder sowas kommt und das und das. Nein, es kommt nicht. Es kommen wunderschöne Energien. Denk nicht mehr drüber nach. Lass dich nicht bremsen. Geh nach vorne. Du hast den Stern, du bist beschützt, ja. Das wird ein heißer Sommer und diesen heißen Sommer solltest du nutzen. So viel Leidenschaft und so viel Kelchenergie, Liebe, Leidenschaft. Was willst du mehr? Vorigen Monat habe ich schon gesagt, die Liebe kommt. Also, hast du noch ein bisschen überlegt, aber die Liebe kommt, ja? Jetzt will Liebe in dein Leben. Lass sie rein.
Meine lieben Stiere, einen wunderschönen Monat für euch. Ich freue mich. Ich sage vielen lieben Dank und wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, ich freue mich über ein Like und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten für eure lieben Kommentare, dass ihr meinen Kanal so unterstützt. Vielen lieben Dank. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit zuschaut und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.